Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit und Lebensqualität in der Stadt, die Bedeutung von Stadtgestaltung und Infrastruktur, Mobilität und Natur, die Natur wird gleich hereingetragen. Das ist sehenswert, was hier während wir diskutiert haben und unsere Positionen ausgetauscht haben, zum Teil durchaus streitig, was hier visuell noch bildhaft dargestellt wurde. Es empfiehlt sich, jeder hat ja ein Handy heutzutage, das zu fotografieren und zu Hause darüber nochmal nachzudenken. Es ist sehr innovativ, diese Art, eine Diskussion parallel zu begleiten mit Bildern. Stadtluft macht frei, hat man früher gesagt, im Verhältnis zu den Bürgern auf dem Lande, die dort in Knechtschaft leben mussten, waren die Stadtbürger frei. Aber wie sehen die Stadtbürger heute aus? Und wie sehen sie, zu Recht wurde gefragt, in 10, 20 Jahren aus, unsere Städte, fühlt man sich dort auch noch frei? Fühlt man sich dort auch noch sicher? Fühlt man sich dort auch noch wohl? Und was macht das Leben in der Stadt aus? Das ist deswegen so wichtig und deswegen bin ich Kai Wegner auch dankbar, dass er als Berliner und als Kommunalpolitiker hier das Thema federführend bearbeitet hat. Ich kann Ihnen übrigens nur raten, wählen Sie in das deutsche Bundesparlament nur ehemalige Kommunalpolitiker. Nur die verstehen wirklich, was vom Gesetze machen. Ich war 20 Jahre im Münchner Rathaus, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Nur wer das erlebt hat, den kommunalen Vollzug von Bundesgesetzen, hält die Bundespolitiker davon ab, dummes Zeug ins Gesetz reinzuschreiben. Weil man dann gleich sagen kann, beim Entstehen des Gesetzes, das wird nie angewandt, weil es dummes Zeug ist. Oder nicht vollziehbar oder irreal und so weiter und so fort. Stadt, wie muss man eine Stadt gestalten, was muss man machen, dass man sich auch in Zukunft noch wohlfühlt in der Stadt. Über 60% leben in Städten, also die Mehrheit. In Deutschland sind es noch mehr. Der Ballungsraum ist das Problem, die großen Städte sind das Problem. Wie müssen wir sie organisieren? Gerade jetzt fragen wir uns das zu Zeiten des massenhaften Zuzugs von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Natürlich in die Städte, wohin denn sonst? Die geht doch nicht aufs flache Land. Das müssten wir erzwingen. Und ich sage Ihnen eins, selbst wenn wir es erzwingen würden durch Gesetze, sie würden sich nicht dran halten. Die kämen in die Ballungsräume und zwar zu 90%. Das ist so. Und wie organisieren wir das? Wie können wir den sozialen Frieden erhalten in der Stadt? Wie können wir die Sicherheit erhalten in der Stadt? Und wie natürlich auch die Mobilität für uns selber und für die, die noch dazukommen? Interessant, die sehr emotional geführte Diskussion über die Mobilität. Elektroautos, meint doch jeder, ist was Gutes. Aber der überzeugte Anhänger des ÖPNV ist, für den bleibt es ein Auto und damit was Böses. Deswegen auch hier treffen sich die Welten. Ich war in meiner Vorzeit als Münchner natürlich Kämpfer in der Umverteilung von Verkehrsflächen. Da wird wirklich gekämpft. Man kann nämlich einem Radler nur dann einen Radweg geben, wenn man ihn vorher jemand anders genommen hat. Verkehrsflächen kann man erst verteilen, wenn man sie jemand anders genommen hat. Und dann entsteht der Streit. Und der wird uns immer begleiten. Und das sind die Bilder, die dabei entstehen. Meine Damen und Herren, ich halte es auch für unehrlich zu sagen, wir könnten, wenn 1 Million Menschen dazukommen in unsere großen Städte, so tun, als würde sich daran nichts ändern am Zusammenleben der hier bereits lebenden Menschen. Natürlich führt es zu Verwerfungen, die müssen alle irgendwie gelöst werden. Sicherheit und Ordnung in den großen Städten ist ein Kampf, der uns immer begleiten wird. Wir dürfen nicht Verwahrlosungstendenzen zulassen, die in großen Städten immer wieder anzutreffen sind. Ich will Berlin nicht zu nahe treten, aber arm, aber sexy reicht halt nicht auf die Dauer. Ja? Sondern man muss da schon etwas tun, dass es keine No-Go-Areas gibt, dass es keine Viertel gibt, wo man nicht wohnt, wo andere wohnen, wo Deutsche wegziehen und die Dinge verwahrlosen. Wir müssen, das ist auch sehr aktuell, verhindern, dass Frauen in unseren großen Städten Angst haben, abends in ein Konzert oder in ein Kino zu gehen. Das muss möglich bleiben. Da muss eine Stadtverwaltung sich verantwortlich fühlen für solche Bedürfnisse. Und wenn wir Tendenzen haben, dass Frauen
zum Beispiel, auch schon Männer zum Teil, aber Frauen Angst haben und zu Hause lieber bleiben, bevor sie sich diesem Abenteuer aussetzen, dann haben wir Versäumnisse begangen. Das ist auch Stadtgestaltung. Die Ansprüche steigen. Wir in München zum Beispiel, das ist die Besonderheit, der Illich hat es ja dargestellt, das ist ein exotischer Fall in Deutschland. München kann man nicht mit dem Rest von Deutschland vergleichen. Deswegen, überhaupt hat jede Stadt ihre Eigenheiten. Also wenn Sie wollen, die Seele der Münchner kennenlernen wollen, dann lesen Sie von Leon Feuchtwanger den Roman Der Erfolg, in den 30er Jahren geschrieben, dann kriegen Sie ein Gespür für die Münchner Bürgerlichkeit bis hin zur Spießigkeit, mir san mir. Ja? Und diese etwa Selbstgefälligkeit der Haupt- und Residenzstadt München, die müssen sowieso alle zu uns kommen, wir brauchen keine Verkehrspolitik, ist so schon viel zu viel, die da kommen. Ganz anders denkt man in Rhein-Ruhr-Städten. In Rhein-Ruhr-Städten ist Wettbewerb unter den großen Städten. Da kämpft die eine Stadt um die Kaufkraft gegenüber der anderen Stadt und fragen sie, wie locken wir die Autofahrer in unsere Stadt rein? Ein völlig undenkbarer, böser Gedanke, den man in München niemals denken darf. In anderen Rhein-Ruhr-Städten ist es anders. Oder nehmen Sie Hamburg, auch wieder eine völlig andere Stadt. Nicht vergleichbar mit München, mit Berlin oder mit den Rhein-Ruhr-Städten. Die wollen immer so die Londoner etwas kopieren, so London für Arme. Ja. Das ist, obwohl die Pfeffersäcke viel mehr Geld haben in Hamburg, wird da eine ganz andere Stadtpolitik gemacht als in den übrigen Städten. Sie sehen, ich spreche sehr frei meine Gedanken aus, weil ich auch meine Erfahrungen gesammelt habe. Smart City, ein hochspannendes Thema. Smart City wird auch hier irgendwo dargestellt, da drüben. Was sind das für Möglichkeiten im Stadtleben mit dieser Vernetztheit, der digitalen Vernetztheit und bis hin zum Wohnungsbau? Wie können Wohnbaugesellschaften Mieterbindung organisieren über Smart Meter, Smart Grids mit allen technischen Anwendungsmöglichkeiten? Das sind wir noch an den Anfängen. Und da fährt auch wieder mal ein Zug möglicherweise an Deutschland vorbei, obwohl wir es könnten. In Amerika sind sie zum Teil schon sehr viel weiter, also bitte die Zukunft nicht verschlafen. Ja, bei der Mobilität, da scheiden sich die Geister, da wird gekämpft, da wird gestritten. Ich sage immer, jedes Verkehrsmittel hat seine Berechtigung, aber jede Stadt, hat auch ein Teilnehmer gesagt, lebt niemals allein, sondern mit dem Umland. Das gilt vor allem für eine Stadt wie München. München ist bei Lichte besehen im Städtevergleich in Deutschland so toll auch wieder nicht. Ja, als Stadt isoliert, aber in dem Umland, die Alpen lassen grüßen, Italien, Gardasee und so weiter, hat eben München eine völlig andere Bedeutung. Das lebt natürlich vom Umland. Und viele Menschen leben auch im Umland, wollen aber in München arbeiten oder müssen dort arbeiten. Also brauchen sie natürlich das Auto, was denn sonst? Aber natürlich nicht, um auf den Münchner Marienplatz damit zu fahren. Also hat jedes Verkehrsmittel seine Berechtigung. Ich sage immer, wenn ich das verbiete, in der Stadt mit dem Auto zu fahren, muss ich anbieten, den Autofahren irgendwo umzusteigen. Wer verbietet, muss anbieten. Also baue ich Park-and-Ride-Systeme. Also in meiner Zeit, das ist auch eins meiner Kinder, die Park-and-Ride GmbH in München, das habe ich auf die Welt gebracht, das Kind. Aber auch ein schwieriger Gedanke, das umzusetzen. Warum? Weil Sie Park and Ride wirklich effektiv dann machen können, wenn Sie an den Perlenketten auf die Stadt zufahren, dort wo die IV-ÖV-Punkte sind, wo die Umsteigmöglichkeit ist, dort müssen Sie einen Parkplatz bauen. Aber genau dort ist auch in der Vorortgemeinde der wertvollste Grund, wo der jeweilige Bürgermeister natürlich für die Großstädter seinen Grund nicht hergeben will. Also müssen Sie zum Burden-Sharing kommen. Wenn ihr den Grund für uns nicht hergebt, kriegt ihr von uns auch nichts anderes. Braucht uns ja auch. Ihr braucht ja die Vorteile der Großstadt mit der Universität und mit allem, was die Großstadt anzubieten hat. Also Burden-Sharing. Die müssen ihren Grund zur Verfügung stellen. Da muss man raufen und kämpfen um diese Verkehrsflächen. Wer verbietet, in der Innenstadt mit dem Auto zu fahren, muss anbieten, weiter außen zum Umsteigen. Das ist ganz wichtig. Und das kann man auch, ein Beispiel, das stammt auch noch von mir, wenn Sie auf der Nürnberger Autobahn nach München reinfahren, da kriegen Sie auch
Zuckerbrot und Peitsche serviert. Also, der Autofahrer kommt auf der Autobahn, da heißt es Stau in der Stadt, U-Bahn, in 5 Minuten fährt sie ab, noch 732 Parkplätze sind frei. Also, es wird ihm sofort auf der Autobahn gezeigt, es gibt eine Chance, aber es gibt auch dein Verderben, wenn du jetzt weiterfährst in die Stadt rein. Ja? Und da musst du zahlen, 5 Euro in der Stunde. Ja? Und die Park and Ride, die städtische kommunale Parkaufsicht, auch mein Kind in München, habe ich alles gegen die Mehrheit der CSU durchgesetzt, als CSU-Kreisverwaltungsreferent, die wird gnadenlos abkassieren. Ja? Jeder muss wissen, er muss zahlen, wenn er auf dem öffentlichen Verkehrsgrund sein Auto abstellt. Es ist heute kein Luxus, einen Rolls-Royce zu haben. Aber es ist ein Luxus, einen reservierten Parkplatz zu haben in der Innenstadt. Das ist ein Luxus. Oder ein Chauffeur, das ist Luxus. Ja. Aber ein Rolls-Royce kann sich jeder kaufen, der irgendwo ein bisschen gespart hat, einen Gebrauchten. Also das muss man spüren. Also das sind die Dinge, die man verteilen können muss in einer Großstadt, wo man auch Härte zeigen muss, um die Mobilität in der Stadt und im Raum um die Stadt herum zu organisieren. Ja, das ist ein ewiges Thema, das will ich jetzt aber nicht weiter vertiefen. Ich möchte zum Schluss kommen. Das Lebensgefühl der Großstädter, das muss man spüren. Die Möglichkeit zu haben, in die Oper zu gehen und dann doch das ganze Jahr nicht hinzugehen, das ist Lebensqualität. Ja? Ja, das ist Lebensqualität. Ich könnte ja, wenn ich wollte. Ich tue es nicht, weil ich zu faul bin. Ja? Und jeder auf dem Land träumt davon, mal in die Oper zu gehen. Ja, er tut es vielleicht öfters als der Großstädter am Schluss, weil er die Reise macht nach München oder sonst wohin. Das ist Lebensqualität. Meine Damen und Herren, ein Mieter in München ist ein geplagter Mensch und ein Mieter in anderen Städten zum Teil auch, zunehmend auch in Berlin. Wir müssen als Bundespolitiker da aufpassen. Da wird schon wieder großer Murks gemacht bei uns. Der Justizminister denkt gerade darüber nach, den Mietspiegel neu zu definieren, indem er sagt, die Durchschnittsmiete wird errechnet, indem ich die Mieten der letzten 10 Jahre nehme. Das heißt nicht der letzten 4 Jahre, sondern 10 Jahre. Was heißt das? Die Mieten werden natürlich drastisch gesenkt. Was heißt das für die Wohnungsbaugesellschaften, die 10.000 Wohnungen haben? Das heißt natürlich, wenn sie auf Aktienbasis aufgebaut sind, dass sie teilenteignet werden. Ist doch klar. Der Wohnungsbestand wird entwertet, rechnerisch, der Buchwert. Wenn Sie also Fremdgeld brauchen bei der Bank, und das brauchen Sie immer, wenn Sie neu bauen wollen, was wir ja auch wollen, dass Sie Wohnungen bauen, dann kriegen Sie das Geld nicht mehr so einfach, weil Sie entwertet wurden vom Justizminister. Und der Finanzminister, der sagt, wir müssen den privaten Wohnungsbau ankurbeln mit Steuererleichterung, 7b abschreiben und so weiter. Was für ein Quatsch. Der eine schadet den Eigentümern und der andere will sie animieren zum Bauen. Der eine tut alles, damit sie kein Geld kriegen und der andere vergibt Steuergelder, damit sie leichter bauen können. Also auch hier müssen die Dinge zusammengebracht werden. Ich wollte Sie nur sagen, was zurzeit wieder für Unfug droht, wenn man nicht aufpasst. Ein letzter Punkt oder vorletzter Punkt. Es gibt in vielen großen Städten also Gesellschaften, die auf Erbpachtbasis, Postler, Eisenbahner und was es alles gibt, seit Jahrzehnten preiswerten Wohnraum anbieten. Tausende von Wohnungen in München, keine Wohnung über 8 Euro pro Quadratmeter, aber die Erbpachtverträge laufen aus. Der Grundeigentümer ist der Bund meistens. Und was macht der Bund? Der sagt, jetzt lassen wir mal den Markt sprechen. Und dann werden diese armen Eisenbahner, die ehemaligen, werden Opfer des Marktes und werden vertrieben. Weil der Bund sagt, ich möchte die volle Kasse machen, mitten in der Stadt, teuerster Grund, und sorgt dafür, dass die Mieter vertrieben werden. Wo wir sonst Erhaltungssatzungen haben, um solche Mieter zu halten und den billigen Wohnraum zu erhalten, sorgt der Bund als Grundeigentümer und Spekulant, dass er sie vertreibt. Auch das wieder Dinge, die man offen, knallhart ansprechen muss, um sie zu verhindern. Ja, und jetzt zum Schluss noch ein Punkt. Sie haben es, glaube ich, gesagt, Herr Ehmann, das Fracking in den Großstädten, wenn die Dinge so verengt sind, wie zum Beispiel in München. Der
die Tatsache, dass wir mit unserem Wohnungsbau immer näher heranrücken an bereits bestehenden Gewerbebau, die auch Lärm produzieren, und dann die TH Lärm zur Anwendung kommt und dann wird gemessen, der Lärmpegel draußen vom Gewerbe vor dem Fenster, obwohl jeder weiß, man kann Lärmschutzfenster heute einbauen und die sind nicht geplagt, die Menschen, die hinterm Lärmschutzfenster wohnen. Auch hier ist es nicht möglich gewesen seit Jahren. Wir haben so einen Schriftverkehr mit den Umweltministern der Länder, weil die sich einfach weigern, die TA Lärm zu verändern, dass man den Lärm auch innen messen können darf. Auch da bleiben wir hartnäckig dran, um eine Verdichtung zuzulassen. Die Botschaft ist angekommen, sie ist ja hier auch kurz angesprochen worden. Also Sie sehen, ich komme zum Schluss, ein irre spannendes Thema mit der unglaublichen Vielfalt, die Sie an diesen Bildern noch mal sehen können. Fotografieren Sie es und denken Sie zu Hause noch mal drüber nach. Ich hoffe, Sie haben viele Anregungen bekommen durch diese Diskussion, durch die Gespräche und sehen, dass es wichtig ist, dass wir unsere Großstädte lebenswert machen, lebenswert erhalten und die Verdichtung in Deutschland, in unseren deutschen Großstädten, die ja viel dichter ist als vielen anderen Teilen der Welt, so organisieren, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und wenn Sie mal in der Welt rumreisen, dann sehen Sie sofort, wo ist privater Reichtum und öffentliche Armut und wo ist es wie bei uns, öffentlicher Reichtum, bei partiell auch privatem Reichtum. Das sehen Sie zum Beispiel an dem Zustand der Stadtgartendirektion. Die Stadtgartendirektion, die sorgt für Straßenbegleitgrün, ein echter Luxus. Da ist der Asphalt und nebenher werden Blumen gepflanzt, wechselnd je nach Jahreszeit. Eine Stadtgartendirektion, die sich sowas leisten kann, das ist die Verkörperung von öffentlichem Reichtum. Und den wollen wir uns in unseren Städten erhalten. Öffentlichen Reichtum, dass die Menschen sich wohlfühlen als Visitenkarte des schönen, prosperierenden Deutschlands. Dankeschön.